Herzlich willkommen zu Standpunkte TV, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind beim Talk-Format von Nordmetall, den Metall- und Elektroarbeitgebern in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im nordwestlichen Niedersachsen. Die Elektromobilität ist heute unser Thema und da fragen sich ja sehr viele Bürger, ist es eigentlich schon an der Zeit, meinen Diesel, meinen Benziner einzutauschen? Wie weit komme ich mit einem E-Mobil mittlerweile? Wie gut ist die deutsche Autoindustrie eigentlich aufgestellt und auch die Ladeinfrastruktur eigentlich mittlerweile ausgebaut? Oder man fragt sich als Bahn- oder auch Busnutzer, was tun eigentlich die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Sachen Elektroantrieb? Über diese Fragen wollen wir heute diskutieren, meine Damen und Herren, und zwar mit diesen Gästen. Dr. Oliver Weinmann, Geschäftsführer von Vattenfall Europe Innovation, also sozusagen der Zukunftscompany von Vattenfall, sage ich mal, etwas flapsig, wenn ich sagen darf. Schön, dass Sie da sind. Manfred Meise, bis zum letzten Frühjahr Geschäftsführer der Heller Fahrzeugkomponenten in Bremen, einem der führenden Automobilzulieferer in Deutschland, sozusagen einer der großen Automotive-Experten in Sachen elektronischer und elektromechanischer Automotive-Industrie. Schön, dass Sie da sind. Den weiten Weg von Herne, wo Sie leben, zu uns hier nach Hamburg, mit Verzögerung heute nur geschafft, nicht? Weil die Bahn, glaube ich, nicht fuhr. Man sieht, ein Auto wäre manchmal besser gewesen. Wir haben Sören Christian Trümper bei uns, Diplom-Umweltwissenschaftler am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität Hamburg, die zwar immer noch TUHH heißt, aber nur noch ausgesprochen Technische Universität Hamburg. Das ist Hamburg korrekt, ja. Harburg wird jetzt weglassen, okay. Wir sind noch in Harburg, aber wir haben uns ein bisschen zentral aufgestellt. Das ist gut so. Und schließlich Nils Kreimeier, schön, dass Sie da sind, Volkswirtschaftler von Haus aus und beim Wirtschaftsmagazin Kapital mit Automobilwirtschaft befasst. Herr Meise, Sie haben die Autoindustrie ja lange, lange Jahre an führender Position aus dem Zuliefererbereich beobachtet. Seit 10 Jahren debattieren wir jetzt E-Mobilität. Trotzdem sind von den 40 Millionen Privatfahrzeugen oder etwas über 40 ja sogar mittlerweile in diesem Land noch nicht mal 200.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge. Woran liegt denn das eigentlich, dass das alles so lange dauert? Ich denke, das hat mehrere Gründe. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach zu erklären. Wenn man sich da, man muss immer sehen, wie das Ganze entstanden ist. Zum einen sicherlich dadurch, dass vor in etwa 16 Jahren es in den USA ein großes Problem gegeben hat, was die Energieversorgung wieder gefährdet hat mit allem, was danach kam. Da hatte das ja die ersten Ansätze dafür gegeben, tatsächlich Autos auch mit Elektroantrieben stärker zu bauen. Das hat dann irgendwann aufgehört, weil man die Fahrzeuge immer, ja, ich sag mal, umweltfreundlicher machen konnte. Man kann das sehr deutlich sehen, dass sie trotz aller Diskussionen in der Presse laufen, die Autos sind ja alle deutlich umweltfreundlicher geworden, der Spritverbrauch ist runtergegangen. Und man hat wirklich die Hoffnung gehabt, dass so im Laufe der Jahre das, also ein Auto mit Verbrennungsmotor noch wettbewerbsfähig ist. Und jetzt stellt man fest, dass man ein paar Dinge einfach nicht richtig beurteilt hat. Das eine ist klar, die CO2-Werte gehen weiter runter, der Spritverbrauch geht weiter runter. Auf der anderen Seite ist der Diesel in Gefahr und den kann man ja nur von seinen X-Werten erlösen, wenn man da entsprechende Technik einbaut, was entsprechend teuer ist. Und wir sehen auch im Moment in Deutschland, dass die, und nicht nur in Deutschland, in der Welt, dass die Dieselfahrzeuge weniger abgenommen werden. Folge ist, dass die CO2-Werte zwangsläufig höher gehen, weil das immer ein Mix gewesen ist aus beiden. Und wenn man aus der Falle raus will, dann kann man nur eins machen, etwas bauen, wo kein weder CO noch NOx entsteht. Und deswegen glaube ich, dass jetzt einfach die Zeit auch dafür da ist, auch wo es die Fahrzeuge gibt, die Batterieentwicklung so weit fortgeschritten ist, dass man das tatsächlich schaffen kann. Herr Kreimeier, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Trotz der 4.000 Euro Kaufprämie der Bundesregierung läuft das ja extrem schleppend. Nicht mal 10.000 Antragsteller im ersten Halbjahr des letzten Jahres. Die Zeit ist reif, sagt Herr Meise, aber der Verbraucher sagt, nö, das interessiert mich im Moment noch nicht. Ich glaube, dass wir es mit den typischen Startproblemen eines politischen Projekts zu tun haben. Es geht ja hier nicht um eine marktgetriebene Nachfrage, sondern darum, dass die Politik ein Interesse daran hat, schadstoffarmere oder sogar schadstofflose Autos produzieren zu lassen. Ein Druckpunkt ist Brüssel, das heißt mögliche höhere Abgasnormen, die ab 2020 zu erwarten sind. Und das andere ist eine politische Entwicklung in China, die demnächst wahrscheinlich eine Elektroautoquote einführen werden, was auch die Hersteller unter Druck setzt. Von den Kunden selbst kommt keine nennenswerte Nachfrage bis jetzt, was Elektromobilität angeht. Und das kann man auch mit einer noch so schön gestalteten Förderabgabe für Autokäufer nicht ändern, dieses Problem. Herr Trümper, Sie begleiten wissenschaftlich hier in Hamburg ja ein
Projekt, ein E-Mobilitätsprojekt, aber im Nutzfahrzeugbereich eher. Da scheint das schon ein bisschen zu laufen, oder? Im Wirtschaftsverkehrsbereich, das ist ein bisschen anders. Nutzfahrzeuge hätten wir gerne. Es ist tatsächlich so, dass es im Wirtschaftsverkehr natürlich immer Bedarf gibt für größere Fahrzeuge. Das wird doch klar geäußert. Das ist aber leider auf dem Markt einfach noch nicht so verfügbar. Das heißt, wir sind im Bereich Kleinfahrzeuge, mittlere und so im leichte Nutzfahrzeugebereich, das, was man so gemeinhin als Utility bezeichnet, also so der kleine Kastenwagen. Was so die Handwerker nutzen. Und was die Handwerker nutzen, und das genau. Das klappt gut mittlerweile? Das klappt bei den meisten eigentlich ganz gut, muss man sagen. Wir haben dort eigentlich eine ganz gute Rückmeldung von den Nutzern, dass das schon für die meisten Einsatzzwecke möglich ist. Aber es gibt natürlich noch immer viele Bereiche, wo man zum einen gerne weitere Reichweiten hätte und, wie ich gerade ansprach, natürlich auch größere Fahrzeuge. Es gibt dort tatsächlich Bedarf und auch eine Bereitschaft, aber eben leider noch keine Fahrzeuge, die das abdecken. Sprintergröße beispielsweise. Da gibt es zwar einige Umrüster, aber die Fahrzeuge sind dann enorm teuer und sind halt keine Serienfahrzeuge. Das spricht aber dafür, als ob man eigentlich sagen müsste, also die Planbarkeit von Einsätzen, die Strecke, die zu absolvieren ist, die Zeit, die man braucht etc. pp. Ist nach wie vor ein guter Grund zu sagen, jawohl, wir kriegen das schon hin mit der E-Mobilität. Sobald das wegfällt, wird es schwierig. Sektoral wahrscheinlich. Ich denke, im Wirtschaftsverkehr und vor allem im kommunalen Bereich haben wir schon Einsatzfelder, wo man eben, wie Sie ansprachen, durch die Planbarkeit auch sicherlich die Möglichkeit der Infrastruktur, des Infrastrukturaufbaus schon wesentlich früher Elektrofahrzeuge einführen kann, als das für den Privatnutzer möglich ist. Bei den Privatnutzern, wir werden sicherlich noch im Verlauf des Gesprächs drauf kommen, sind ja einfach noch viele Hürden. Wie komme ich an Ladeinfrastruktur? Habe ich überhaupt welche? Habe ich einen Parkplatz oder Ähnliches? Das sind oftmals Dinge, die sich für einen Wirtschaftsverkehrsnutzer, also für einen Gewerbebetrieb gar nicht stellen. Denn man hat einen großen Hof, da kann man alle seine Fahrzeuge aufbauen, da kann man auch eine Infrastruktur hinstellen, die wesentlich billiger ist. Ich muss mich nicht um Dinge kümmern wie Abrechnungen, Vandalismusschutz und Ähnliches, was natürlich alles immer noch komplizierter und teurer dann ist. Yeah. Und ich habe eben die Planbarkeit des Einsatzes. Man muss aber dazu sagen, und das sehen wir auch bei uns in den Testen, dass dort immer natürlich die Fahrzeuge dort eingesetzt werden, wo der Nutzer auch weiß, dass er die dort einsetzen kann. Also wir haben zwar, Gott sei Dank, einige Fälle, einige Fuhrparks, vor allen Dingen im kommunalen Bereich, wo gesagt wird, so jetzt rüsten wir die komplette Einheit um auf elektrische Fahrzeuge, das geht dann auch schon. Oftmals ist es aber so, dass natürlich diese Rückfallebene, dass man halt noch ein, zwei Verbrenner auf dem Fuhrpark stehen hat, das auch erst ermöglicht, dass man einige Elektrofahrzeuge in seinen Fuhrpark übernimmt. Also weil man die Sicherheit halt immer, muss immer noch genau, da sein. Genau, die Sicherheit sozusagen. Muss mal da sein. Ja. Denn es reicht ja schon für Sie als Gewerbetreibender, wenn Sie ein, zwei Fahrten nicht machen können zum Kunden und sagen, heute kann ich nicht kommen, ich schaffe keine 80 Kilometer mehr, dass das einfach für Sie ein No-Go ist, zu sagen, ich rüste meinen Fuhrpark um. Herr Dr. Weinmann, die Ladeinfrastruktur, die ist ja nach wie vor, vorsichtig formuliert, ausbaubar. Vattenfall, jetzt nicht mehr der sozusagen Hauptnetzbetreiber hier in der Stadt nach dem Volksentscheid, aber im Osten immer noch sehr groß und ja auch hier als technischer Anbieter sehr wichtig. Was hakt beim Ladeinfrastrukturausbau? Was ist das Problem oder die Probleme? Ja. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen öffentlicher Ladeinfrastruktur, also die Ladesäulen, die an der Straße stehen, wo jeder hinfahren kann, und der privaten Ladeinfrastruktur. Ich glaube, bei der privaten Ladeinfrastruktur haben wir nicht das große Problem. Dann schraubt man sich halt eine Steckdose oder eine passende Wallbox, heißt das, zu Hause in die Garage und kann sein Auto über Nacht laden. Das funktioniert auch gut heute. Es ist vielleicht noch ein bisschen teuer, aber es funktioniert heute gut. Das Problem, was wir haben, ist die öffentliche Ladeinfrastruktur. Und zwar, es rechnet sich einfach nicht. Also jeder Investor verliert Geld, wenn er eine Ladesäule irgendwo hinstellt. Es gibt das Förderprogramm des Bundes, auch im Rahmen von dieser Kaufprämie, dass 300 Millionen Euro Förderung zur Verfügung stehen für den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Das wird was bewegen, aber nach wie vor suchen wir nach einem vernünftigen Geschäftsmodell, um die öffentliche Ladeinfrastruktur betreiben zu können. Nun schließen sich ja offensichtlich große Autofirmen und auch große Energieversorger zusammen oder sind dabei zu diskutieren, unter welchen Bedingungen sie sich zusammenschließen, um das nach vorne zu bringen. Was ist denn da Ihre Rolle als Vattenfall? Ja, wir würden gerne partizipieren da an den Aufbau der Ladeinfrastruktur und sehen natürlich schon die Notwendigkeit, auch in diesem Joint Venture, was Sie angesprochen haben, von den großen Automobilunternehmen, dass auch an den Autobahnen, an den großen Trassen, die durch Deutschland führen, die Infrastruktur da sein muss. Sonst bleibt das Elektroauto halt lokal beschränkt in seinen Einsatzmöglichkeiten. Man muss also auch größere Strecken fahren können und da muss die entsprechende Infrastruktur auch da sein. Meine Damen und Herren, wir haben genau das hier in der Stadt und auch noch ein klein bisschen darüber hinaus mal getestet. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Aufladen des eigenen Wagens? Und wie kann man sich auch natürlich mit den E-Bussen in der Stadt fortbewegen? Schauen Sie mal.
Ja, E-Mobilität in unserer Region, was heißt denn das eigentlich und vor allem, wie fühlt sich das Ganze an? Ist es überhaupt schon richtig praktikabel? Die Frage habe ich mir gestellt und mache einen kleinen Selbstversuch heute. Und damit starte ich jetzt mal hier eine kleine Spritztour und schau mal, wo überhaupt E-Tankstellen sind und wann das vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird. Bin sehr gespannt. Also wir haben uns jetzt hier als Sonderziel die nächste Ladestation gesucht. Lassen uns da jetzt mal hinbringen, in der guten Hoffnung, dass die dann auch funktioniert. Das probieren wir aus. Guten Tag, die Anmeldung war erfolgreich. Die Steckdosen sind jetzt frei verfügbar. Okay. Fahrzeug wird geladen. Ha! Sehr gut. Ladekabel wird verriegelt. Bitte beenden Sie den Ladevorgang am Fahrzeug. Warum denn? Also hier steht jetzt Laden nicht möglich. Restreichweite beachten. Bei wiederholtem Auftreten vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Servicepartner. Das ist schon mal richtig doof gelaufen. Also dieser Ladevorgang war maximal unerfolgreich, würde ich sagen. Frage ist, liegt es an der Ladestation? Liegt es an meinen Ladefähigkeiten? Liegt es an dem Auto? Wir probieren es mal an der nächsten Ladestation, ob wir da weiterkommen. Hier soll die nächste Ladestation sein. Die Frage ist erstens wo und zweitens klappt es diesmal. Aha, da, oder? Ja. Nee, Ladekabel verriegelt, steht da schon wieder. Es geht nicht. So, also unsere Versuche, unser wunderbares E-Auto hier aufzuladen, sind leider alle gescheitert. Jetzt ist die Dichte der E-Tankstellen in Hamburg, die ist ziemlich groß. Aber wenn wir jetzt mal hier auf die Karte gucken, da sind wir jetzt. Sobald wir südlich der Elbe denken, da hört die Versorgung dann quasi auf. Also mein Fazit, E-Mobilität wunderbar, tolles Fahrgefühl und auch fürs Gewissen natürlich total herrlich. Aber in Sachen Praktikabilität leider noch ganz schön schwierig. So, E-Mobilität heißt natürlich nicht nur mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein, sondern E-Mobilität hat längst die öffentlichen Verkehrsmittel erreicht. Wir haben heute die Chance, mit einem niegelnagelneuen E-Bus der Hamburger Hochbahn unterwegs zu sein und uns den erklären zu lassen. Ich bin sehr gespannt. So, Herr Wild, guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Das ist ja ein hochmodernes Ding, in dem ich Sie hier antreffe. Was ist das für ein Bus? Erzählen Sie ja, das mal. Ja, das ist der neueste Bus, den wir bei der Hochbahn haben, in der innovativen Flotte. Das ist ein reiner Batteriebus, der fährt nur noch mit Strom. Da ist kein Diesel, kein gar nichts mehr im Spiel. So, Herr Wilk, jetzt starten wir. Ne? Wir gehen jetzt, fahren jetzt Richtung Ladevorgang, oder? Ja, wir fahren jetzt unter den Pantographen. Ich fahre an der linken Seite an die Bordsteinkante. So, und jetzt sagt er Stopp. Handbremse anziehen, also Feststellbremse, ja, und ich nehme die Fahrstufe raus und dann geht alles automatisch weiter. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt hat der Bus eine Isolationsprüfung gemacht und jetzt beginnt gleich der Ladevorgang. Ich brauche vielleicht so 7 Minuten. Länger brauche ich nicht zum Laden. Ich kann das Fahrzeug verlassen während des Ladens. Also, es ist ganz einfach. Das geht alles ganz automatisch. Herr Will, wie funktioniert der Bus hier ganz genau mit seinem E-Antrieb? Ja, also wir haben an der Hinterachse radnahe Motoren, da ist kein Getriebe, kein gar nichts mehr drin. Die Motoren sind eigentlich direkt an den Rädern. Und die Energie für die Elektromotore, die kommt aus 4 Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 100 kW. Super. Herr Will, tausend Dank für die Einblicke. Vielen, vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ein
Also wir lernen, der Pantograph, wie ich auch gerade begriffen habe, ein neuer Begriff sozusagen, lädt den Bus schon wunderbar auf, kein Problem. Und das Ziel des Verkehrsverbundes bis 2020, viele von diesen Bussen zu haben, ist möglicherweise gar nicht so unrealistisch. Auch anderswo in Deutschland, meine Herren, scheint das ja schon ganz gut zu laufen. Also was die öffentlichen Verkehrsmittel oder vor allem die Busse angeht, sind wir optimistisch. Nochmal zurück aber zum privaten Nutzen. 6.500 Ladestationen in Deutschland, Herr Dr. Weinmann, aber nur 150 sogenannte Schnellladestationen. Erklären Sie uns doch mal den Unterschied eigentlich. Worum geht es da eigentlich? Was ist das Problem? Also bei einer normalen Ladestation, wie ich auch gesehen habe in den Filmen, dauert das Aufladen, das komplette Aufladen eines Fahrzeugs mehrere Stunden. Ja. Das ist natürlich für viele Kunden auch nicht mehr akzeptabel. Der Kunde ist es ja gewohnt, der fährt zur Tankstelle, tankt sein Auto mit Diesel oder Benzin in 3 Minuten voll und fährt dann weiter. Ja. Das Laden über mehrere Stunden oder das Tanken über mehrere Stunden ist natürlich eine Umstellung, die nicht überall akzeptiert wird. Mit Schnellladen geht es deutlich schneller, deswegen Schnellladen. Man kann also in einer halben Stunde sein Auto fast nahezu vollladen. Und deswegen wird forciert im Moment der Aufbau von Schnellladestationen, um halt die Akzeptanz des Elektroautos auch zu erhöhen. Wie ist da die Perspektive? Wie lange wird das dauern? Wir haben nach wie vor das Problem, dass auch Schnellladen sich nicht rechnet für den Investor. Das heißt, in Hamburg geht es etwas, weil es ja relativ viele Elektroautos gibt. Aber wie wir auch im Film gesehen haben, wenn man südlich der Elbe ist, wird es schon mager. Das liegt natürlich daran, dass man nur da gerne investiert, wo auch Kunden sind. Die sind halt in den Ballungszentren. Das wird in Hamburg im Moment forciert. Es wird auch an den großen, an den Autobahnen forciert, das Schnellladen. Es wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis wir das wirklich flächendeckend im Einsatz haben. Wir klären übrigens gerade noch, verehrte Zuschauer, ob unsere Reporterin da vielleicht ein bisschen was falsch gemacht hat, auch mit ihrem Elektroauto. Möglicherweise hätte sie was abschließen müssen, aber na gut, da schauen wir noch mal. Die Technik ist offensichtlich also auch für jeden noch nicht ganz so einfach zu handeln. Herr Meise, hat die Autoindustrie versäumt, selbst der Vorreiter BMW, den Leuten das erstens schmackhaft zu machen, zweitens das leicht handelbar zu machen und drittens diese Ladeproblematik auch gemeinsam mit den Stromversorgern im Land voranzutreiben? Es hat ja von Anfang an Bemühungen gegeben, das gemeinsam zu machen mit Ladestromsäulen, um auch einen einheitlichen Standard zu bekommen. Das musste natürlich hinterher noch was Europäisches sein. Auch da war man dann sehr aktiv, dass man dann überall laden kann. Aber dennoch, wie man sieht, gibt es Schwierigkeiten. Das ist sicherlich nicht das Einzige. Ich persönlich habe auch schon festgestellt, dass Ladesäulen überhaupt nicht angeschlossen gewesen sind. Die standen da, dann parkten andere Autos davor. Und ich denke, da ist noch viel Handlungsbedarf an der Stelle, aber das wird kommen. Allein, weil eben erkannt worden ist, dass man das Ladesäulen das Erste sind, was man machen muss. Vorher werden die Leute die Autos nicht kaufen, die müssen sicher sein, dass sie ihre Autos laden können. Die großen OEMs und viele Städte haben ja beschlossen. Die großen was bitte? Die großen Automobilhersteller haben ja gemeinsam beschlossen, eine große Menge von Ladesäulen aufzustellen. Und alle Städte werden das unterstützen. Ich habe gestern noch mit einem Bürgermeister einer Stadt im Ruhrgebiet gesprochen, der deutlich gesagt hat, dass sie in den nächsten 2 Jahren so viele Ladesäulen in der Stadt aufbauen, mit Unterstützung anderer, übrigens auch von großen Ketten, sodass man überall im Prinzip laden kann, wo keine großen Anfahrwege mehr hat. Also im Prinzip beginnt die Offensive jetzt. Das beginnt jetzt, genau. Es gibt ja in Hamburg, Herr Trümper, jetzt so eine Art Quartiersprojekt, habe ich gelesen. Da wird also versucht, offensichtlich in vorhandenen oder auch in Neubauquartieren da von vornherein diese gesamte Logistik mitzudenken. Ist das richtig so? Oder? Ja, der Fokus wäre dann schon immer mehr auf Neubaugebiete, weil man dann entsprechend schon in der Planung das integrieren kann. Das heißt, dass man direkt dort, beispielsweise in der Tiefgarage, dort einige Plätze ausrüstet. Das macht natürlich Sinn, weil Herr Dr. Weinmann sprach an, das sind natürlich Kosten, dass man dort schon in der frühen Planungsphase das schon mitplant. Ziel wäre natürlich dort langfristig einfach die Menge an Stellplätzen generell zu reduzieren, die bei so einem Neubaugebiet ja auch verpflichtend durch einen gewissen Schlüssel dort zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist jetzt angelaufen. Wir werden einfach sehen, wie das angenommen wird von den Nutzern. Ich denke, das ist sicherlich eine ganz gute Idee, dort Nutzern sowas zu bieten, zumal wir heute über die Smartphones auch einfach gute Buchungssysteme haben. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so wie früher so mit den alten Carsharing-Anfängen in den 80ern, dass man dann irgendwie quasi noch auf so einem Papierplan das einzeichnen muss. Das geht heute sehr professionell. Frage ist, ob das immer so den Leuten auch so die Bedürfnisse, gerade das sind ja dann auch Privatnutzer, ob das dann die Bedürfnisse der Privatnutzer auch immer so abdeckt.
Viele nutzen ja auch ein Fahrzeug, weil sie sagen, ich möchte gerne irgendwie meinen Kindersitz da drin haben, ich möchte da Sachen drin lassen, ich möchte meinen Pfand hinten irgendwie, was ich noch zum Supermarkt bringen möchte, stehen lassen. Das wird sich zeigen. Ich denke aber, es ist sicherlich eine ganz gute Idee, dort auch mal zu versuchen, Synergien zu schöpfen. Meine Herren, wie weit ist denn aus Ihrer Sicht es relevant zu sagen, die E-Mobil-Käufer, die dürfen auf den Busspuren und auf den Taxispuren fahren, die kriegen die kostenlosen Parkplätze. Sind das Anreize oder ist das eher, naja, sind das so Kinkerlitzchen, die nicht wirklich relevant sind? Herr Kreimer. Ich glaube, dass im Moment das Grundproblem einfach ist, wenn man ein Elektroauto kauft, bekommt man weniger Auto für mehr Geld. Sie haben ein Auto, das eine Reichweite hat, die nicht vergleichbar ist mit den Reichweiten von traditionellen Antrieben. Und gleichzeitig zahlen Sie für diese Autos einen Plus, selbst abzüglich der Kaufprämie. Und das werden Sie auch durch freie Busspuren und möglicherweise selbst durch freie Parkplätze nicht so ohne weiteres beheben können. Aber was machen denn die Norweger da besser? In Norwegen scheint das doch irre gut zu laufen. Die Norweger haben halt eine steuerliche Anreize, sodass man pauschal sagen kann, ein Tesla kostet so viel wie ein Golf Diesel. Weil die so hohe Steuern haben auf den herkömmlichen Fahrzeugen. Genau, und die werden erlassen für Elektrofahrzeuge und das macht es natürlich viel attraktiver, ja, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Das heißt also, das ist eigentlich eine Orchideensituation da, ja, die weltweit so wahrscheinlich nicht nachzuvollziehen wäre, auch bei uns nicht, oder? Nee. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht jedem Nutzer sein Fahrzeug dort finanzieren, zumal ja gerade durch die Städteplanung, also durch die Nachverdichtung der Innenstädte dort auch immer mehr Leute dort wohnen werden. Das heißt, selbst wenn jeder ein Elektrofahrzeug fahren würde, würden wir auf ganz andere Probleme stoßen. Also wir haben natürlich immer noch das Problem, wo parken diese Fahrzeuge, wo laden die. Ich glaube nicht, dass das durch eine Kaufprämie wirklich verändert werden kann. Und Busspuren ist sicherlich vielleicht in manchen Städten jetzt erstmal ein Anreiz. Die Frage ist nur, wen kann man eigentlich damit irgendwo zum Jagen tragen? Die Leute, die heute, glaube ich, Elektrofahrzeuge fahren, sind ohnehin im privaten Bereich schon welche, die Spaß an der Technologie haben, eh schon Vorreiter sind, sogenannte Early Adopters. Bei den gewerblichen Kunden sind es wahrscheinlich schon welche, die denken, für uns rechnet sich das, das ist gut fürs Image. Man kann Image auch ganz anders einpreisen. Wenn ich Elektrotechniker bin beispielsweise und fahre mit dem Elektrofahrzeug zu meinem Kunden, dann ist das irgendwie eine stimmige Sache. Die jetzt alle auf die Busspur zu bringen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwie das richtige zielführende Mittel wäre. Zumal wir dann auch irgendwann in 10 Jahren sagen müssen, wenn alle tatsächlich oder wenn ein größerer Anteil von Menschen Elektrofahrzeuge fahren, dann sind die Busspuren auch irgendwann kein Anreiz mehr. Aber Herr Meise, es gibt ja auch die politische Diskussion bei weitem nicht nur von Umweltverbänden und Grünen, sondern auch international, dass wir vor allem den Dieselantrieb mit Verboten eventuell sogar aus Städten zurückdrängen müssen. Was halten Sie davon? Hilft das der Elektromobilität und ist die Autoindustrie dagegen gerüstet? Ich hatte das ja gerade schon mal kurz angesprochen. Die Folge ist natürlich, wenn man Diesel verbietet, dass dann der CO2-Anteil zwangsläufig hochgeht, weil der Spritverbrauch von Benzinern wegen des Wirkungsgrades dann doch deutlich höher ist. Also auf Deutsch, das bringt eigentlich gar nichts. Wir kriegen nur eine andere Belastung, die vielleicht noch viel kritischer ist. Ja. Und man ist ja auch durchaus in der Lage, den Diesel, die Testergebnisse auch zeigen, in die Regionen reinzubringen, dass die NOx-Werte deutlich auch die Werte unterschreiten, die gesetzlich vorgegeben sind. Dazu muss natürlich Aufwand getrieben werden. Aber ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wir im Moment in der Öffentlichkeit haben, dass es doch noch eine ganze Menge Menschen gibt, außerhalb Deutschlands vor allen Dingen, die eben zunehmend der Meinung sind, dass Diesel kein adäquates Fahrzeug mehr ist. Und gleichzeitig hören sie durch die Imagekrise jetzt auch gerade. Ja. Und in Deutschland hören Sie die Diskussion, was mache ich denn mit meinem Auto? Es gibt ja sehr viele Dieselfahrzeuge in Deutschland. Was mache ich jetzt? Es kann doch nicht sein, dass ich damit nicht mehr in der Stadt fahren kann. Das mit dem Verbot ist das, glaube ich, nicht getan. Das hält, glaube ich, keine politische Partei durch, wenn sie das macht. Das sollen sie mal ausprobieren. Da wird man eine Lösung finden müssen, die wirklich trägt und hilft, die Zeit zu überbrücken, bis tatsächlich genügend Elektrofahrzeuge da sind. Wie gesagt, es gibt ja reichlich Methoden, die dazu führen, dass man diese Handschuhreinspritzung, dass die NOx-Werte so weit runtergehen, dass sie unkritisch sind. Herr Kreimer, erklären Sie uns doch nochmal das Phänomen Tesla. Wie schafft es ein offenbar charismatischer amerikanischer Unternehmer, mit dieser Marke weltweit so weit vorzufahren, aber dennoch eigentlich ja kein Geld zu verdienen, wenn ich das richtig sehe? Also zunächst mal muss man ja sagen, Tesla ist erfolgreich auf dem amerikanischen Markt. Da haben sie, glaube ich, unter den Elektroautos ungefähr einen Marktanteil von 40-50%. Sie sind erfolgreich in Norwegen, einem exotischen Sonderfall, wie wir eben ja schon beschrieben haben. Aber dieses Unternehmen ist weit davon entfernt, profitabel zu sein.
Das hat er bis jetzt, hat Elon Musk, der Chef von Tesla, bis jetzt nicht geschafft und das wird er auch in den kommenden Jahren so schnell nicht schaffen. Tesla ist aus meiner Sicht in erster Linie ein hervorragendes Marketingphänomen. Tesla hat es geschafft, sehr viel Geld einzusammeln und dadurch weiter am Markt präsent zu bleiben, aber ist als profitabler Autohersteller bis jetzt nicht aufgetreten. Insofern, am Anfang gab es von deutschen Autoherstellern gegenüber Tesla so ein bisschen so eine Grundarroganz. Dann hat man verstanden, die haben vom Design her und auch von der Reichweite was richtig gemacht im Grundgedanken. Aber ob das ein tragfähiges, wirtschaftlich tragfähiges Modell ist, würde ich doch sehr stark in Zweifel ziehen wollen. Was ist mit den Initiativen von Apple und Google, das Auto der Zukunft auch zu bauen in dem Zusammenhang? Halten Sie davon was? Also ich glaube, beide Konzerne, Apple wahrscheinlich noch stärker als Google, hatten tatsächlich anfänglich wohl mal vor, selbst in die Autoproduktion zu gehen, womöglich mit einem anderen Hersteller in einer gemeinsamen Produktion. Haben dann gemerkt, dass das so einfach nicht ist und haben sich mittlerweile, das ist der Eindruck, den man gewinnen kann, von diesem Gedanken verabschiedet. Es gehen viele Leute, viele Ingenieure, die sie geholt haben, mittlerweile anderswohin. Und das Ende wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie ein Betriebssystem für das Auto der Zukunft entwickeln, das sie dann wiederum anderen Herstellern verkaufen oder in Kooperation mit anderen Herstellern nutzen werden. Dass es wirklich ein komplett von Apple gebautes Auto eines Tages geben wird, glaube ich nicht. Sehen Sie das ähnlich? Ich sehe das schon ähnlich. Der Treiber für Apple und Google ist ja nicht die Elektromobilität, die wird mitgenommen. Es ist ja das autonome Fahren, was entwickelt werden soll. Und das wird in den nächsten Jahren kommen und da werden auch neue innovative Softwarelösungen notwendig sein. Und da ist natürlich Apple oder Google oder wer auch immer für prädestiniert, sowas zu entwickeln. Ich glaube aber auch nicht, dass die am Ende eigene Autos bauen werden. Wenn wir jetzt beim Thema neue innovative Konzepte und Lösungen sind, da fällt einem ja nochmal das Stichwort Wasserstoff ein. Ist das auch eine realistische Zukunftsperspektive abseits oder zusammen mit der E-Mobilität oder nicht? Herr Trümper? Ich denke schon. Wasserstoff ist ja ein Thema, über das wir schon sehr lange sprechen. Und man sieht es halt einfach durch die Elektromobilität, die jetzt sehr, sehr prominent in den Medien ja auch immer gezeigt wird und auch mit vielen Wünschen belegt wird, dass die Wasserstoffszene, glaube ich, ein bisschen jetzt ins Hintertreffen medial geraten ist, aber schon sehr, sehr weit gekommen ist. Wir haben Fahrzeuge, die Stacks und die Lebensdauer der ganzen Komponenten ist wesentlich besser. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele grundlegende Fragen noch. Wo ist die Infrastruktur? Wer bezahlt die ganzen Sachen? Aber wenn man sich einmal Verkehr und die Entwicklung des Verkehrs anschaut, dann werden wir wahrscheinlich schon eine Trennung haben zwischen Kurzstrecken, urbaner Mobilität, wo einfach die Batterie Sinn macht, weil wir dann keine Konversionsverluste haben, sondern wir haben einfach direkt den Strom, der anfällt, dort im Auto. Und dann eben vielleicht eine Mittel- oder eine Langstreckenmobilität, wo ein Wasserstoffauto durchaus Sinn macht, weil ich halt zum einen die Reichweite habe und zum anderen natürlich auch das Aufladen. Ein Prozess ist, der dem eines Verbrennungsmotors sehr ähnlich ist. Ich tanke dort einfach einen gasförmigen Kraftstoff, der in 3-4 Minuten in meinem Auto ist. Tut sich da was in der Entwicklung der Technologie auch und in der Versorgung, Herr Dr. Wallmann? Ja, wenn ich nochmal auf den Standort Hamburg schaue, Hamburg ist da führend, was Wasserstoff angeht. Es gibt ja 4 funktionierende Wasserstofftankstellen in Hamburg. Die Hamburger Hochbahn betreibt eine Wasserstoffbusflotte seit vielen Jahren. Toyota hat den Launch ihres Brennstoffzellenfahrzeugs in Hamburg gemacht in Europa. Also es tut sich schon eine Menge im Moment. Und darüber hinaus, also wenn Sie auf das Land gucken? Ja, es gibt eine Initiative von 6 größeren Industrieunternehmen, die wollen in den nächsten 6 Jahren 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland bauen. Es geht los und ich fahre ja selbst Mirai. Also das ist das Brennstoffzellenauto von Toyota, was mit Wasserstoff fährt. Und das ist natürlich, wenn ich mich aus Kundensicht das mir anschaue, hat es halt Vorteile. Das Auto fährt 500 Kilometer, sind 3 Minuten vollgetankt und ist auch emissionsfrei. Das ist natürlich für einen Kunden wesentlich attraktiver, als wenn ich alle 150 Kilometer an der Ladesäule fahren muss und ein paar Stunden warten muss, bis es vollgeladen ist oder auch beim Schnellladen eine halbe Stunde warten muss. Deswegen sehe ich es auch so, es wird die urbane Mobilität, Kurzstreckenmobilität wird mit einem Batterieauto sein, das ist unschlagbar da. Aber die Langstreckenmobilität durchaus auch mit Wasserstoff. Herr Meise, teilen Sie die Einschätzung, dass Wasserstoff da auch eine Komponente ist? Ist hier gesagt worden, ich glaube schon, dass das nicht Alternativen sind, sondern dass es tatsächlich zusammenwirken wird. Das wird sicherlich passieren. Das sieht man auch daran, dass die Automobilhersteller, zumindest einer der großen natürlich auch gerade, oder bei 2 eigentlich, sehr intensiv an dem Thema Fahrzeuge dran sind, die mit Brennstoffzellen betrieben werden und die es auch schon gibt, die auch schon eine ganze Weile fahren. Das bekommt man vielleicht nicht so mit, aber die gibt es mit Sicherheit schon seit 5-6 Jahren auf den Straßen. Also sozusagen eine noch nicht so ganz breit entdeckte, aber doch sehr stark zukunftsfähige Technologie.
Meine Damen und Herren, bevor wir weiter diskutieren wollen, Standpunkte vor Ort, die neuesten Nachrichten aus unserer Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland. An der Technischen Universität Hamburg hat das Nordmetall RoboCup Junior Übungsturnier stattgefunden. 15 Teams sind mit ihren Robotern gegeneinander angetreten. Die kleinen Hochleistungsmaschinen mussten dabei selbstständig Linien verfolgen, Hindernisse umfahren und Kugeln bergen. Die jungen Teilnehmer haben ihre Roboter selbst zusammengebaut und programmiert. Die Organisatoren arbeiten daran, schon bald ein eigenes Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften ausrichten zu können, um noch mehr Kinder in Hamburg für Technik und Programmieren zu begeistern. Die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie fürchtet durch die Regierung des US-Präsidenten Donald Trump negative Folgen für den Außenhandel zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Das ergab eine Umfrage des Verbandes Nordmetall, an den 50 Unternehmen teilnahmen. Wir haben vor der Wahl unsere Firmen gefragt, was sie denn erwarten, wenn Donald Trump Präsident wird. 60% haben gesagt, die Wirtschaftsbeziehungen zu Amerika werden sich verschlechtern. 40% haben gesagt, wir rechnen mit einem erschwerten Marktzugang. Und das, was er bis jetzt gesagt hat in seiner Rede am Freitag, aber auch jetzt danach, lässt uns wirklich nicht daran zweifeln, dass diese düsteren Vorhersagen sich vermutlich erfüllen werden. Auch bei Cyberangriffen durch Computerhacker sowie beim konzerninternen Personalaustausch erwarten die befragten Unternehmen eher Verschlechterungen. Neben ihrer exzellenten Akustik sorgt die Hamburger Elbphilharmonie auch mit ihrer ausgefeilten Technik für Aufsehen. Die in Stapelfeld ansässige Gelenkwellenfabrik Wilhelm Sass hat bei dem Bau der Bühne im großen Saal entscheidend mitgewirkt. Mit ihren produzierten Spezialgelenkwellen wird die mechanische Konstruktion der Bühne angetrieben. Sie besteht aus 31 Segmenten, die im Halbkreis angeordnet sind und die sich per Knopfdruck hoch und runter fahren lässt. Die Firma Wilhelm Sass fertigt rund 20.000 Gelenkwellen pro Jahr an. Viele davon sind Spezialanfertigungen. Ja, zurück im Studio, meine Damen und Herren. E-Mobilität, die Zukunft der Mobilität in Deutschland, ist unser Thema heute Abend. Meine Herren, wenn Sie, ich sag mal, 3, 5 oder 10 Jahre nach vorne gucken, also auf das Ende dieses Jahrzehnts, auf den Anfang des nächsten Jahrzehnts oder in das Jahr 2026, was wäre Ihre Perspektive, was wäre Ihre Vision, wo wir dann stehen und vor allem, welche politischen Rahmenbedingungen müssen wir verbessern, um mit moderner Mobilität, mit E- oder auch Wasserstoffmobilität voranzukommen? Herr Meise. Also ich gehe mal von, also es gibt ja ein paar Daten, die fix sind. Die großen Automobilhersteller haben mal angekündigt, dass sie spätestens in 2018 Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben. Und viele haben Ankündigungen schon in den Raum gestellt, dass sie bis 2021 alle ihre Fahrzeuge auch mit Elektroantrieben ausrüsten wollen. Da gibt es die dann alternativ. So, das heißt, die sind alle dabei, die werden das alle tun. Die Fahrzeuge stehen dann zur Verfügung. Die Größenordnung, da spricht man bei 2015 von 10-20% irgendwo, was man hofft, dass man das dann verkaufen kann. Aber jetzt sind wir genau an der Stelle, was muss bis dahin passieren? Das eine ist, es müssen natürlich dann Akkumulatoren zur Verfügung stehen, die diese 500 Kilometer schaffen, und die wird es bis dahin geben. Und das zweite ist, das muss natürlich, das sind ja immer noch teurer, da muss das passieren, was ein Vertreter von VW mal dazu gesagt hat. Wir werden einen Golf E anbieten zu einem Preis, wie heute ein normaler Golf zu erhalten ist. Wenn das funktioniert, dann werden die Fahrzeuge mit Sicherheit verkauft werden. Also nicht für 50, sondern für 25.000 zum Beispiel, sozusagen. Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, und das ist auch das, was gerade hier am Tisch mehrfach gesagt worden ist. Das muss ja bezahlbar bleiben für die Leute. Und warum soll ich ein teures Auto kaufen, solange ich ein billigeres auch noch fahren kann? Welche politischen Rahmenbedingungen müssen sich ändern? Was muss anders werden als nur in Anführungszeichen eine Kaufprämie, damit das so vorankommt, Herr Kreimeier? Ich würde gerne ganz kurz einen Schritt noch zurückgehen und sagen, ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auf technologische Entwicklungen zu setzen immer auch eine große Wette ist. Und das gilt auch für die Elektromobilität. Wenn Sie deutsche Autohersteller vor wenigen Jahren gefragt hätten, wie wird der Marktanteil in 10, 15 Jahren sein, da war immer so von zwischen 3 und 5% die Rede. Heute, das geben die auch selbst zu, hat sich dieses Szenario komplett geändert. Wenn Sie Herr Zetsche fragen, der spricht, glaube ich, für 2025, 2030, Herr Zetsche, den Chef von Daimler, von mittlerweile 25%. Das ist die Schätzung, die jetzt so im Markt kalkuliert. Aber da sehen Sie, in was für Bandbreiten wir uns da bewegen. Das sind ja gewaltige Unterschiede, die zwischen diesen Werten liegen.
Und der Unterschied, den das ausmacht, ist der politische Einfluss. Ich glaube, es wird ein Mix. Am Ende werden wir wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, zwischen diesen 3 und diesen 25%. Und wie sich das beeinflussen lässt, das wird über einen Mix aus tatsächlich regulativen Maßnahmen sein. Ich bin da etwas weniger skeptisch, dass es tatsächlich auch zu Fahrverboten in Innenstädten kommen wird. Da ist der politische Druck relativ stark. Ob das nun gut ist oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Ich glaube, dass es dazu kommen wird. Und die andere Seite werden die Anreize sein für den Käufer, von denen Herr Meiser ja auch schon gesprochen hat. Wie könnten die aussehen über so eine Kaufprämie hinaus? Das ganz Entscheidende wird sein, dass die Preise runtergehen, das heißt, dass die Batterietechnik günstiger wird. Das lässt sich wahrscheinlich dadurch bewerkstelligen, dass die Autohersteller gemeinsam mit der Zulieferindustrie zusammenarbeiten, wie sie es ja auch an anderen Stellen schon tun, in der Batterieproduktion, in der Zellfertigung, möglicherweise sogar auch, und dadurch die Preise drücken können. Und der zweite große Punkt ist die Reichweite, was am Anfang stark unterschätzt worden ist. Wenn wir von Reichweiten wie 150 oder 200 Kilometer reden, wird keiner dieser Autos kaufen. Wenn wir von 500 Kilometer reden, haben wir eine ganz andere Diskussion. Herr Trümper, in Hamburg sind wir, wie wir gelernt haben, so schlecht nicht, was auch die politischen Rahmenbedingungen angeht. Wo können wir denn noch deutlich besser werden? Was können Kommunen, Länder und auch der Bund tun, um das noch mehr zu fördern? Also Kommunen ist sicherlich ein ganz gutes Stichwort. Wir haben gesehen, dass in den Kommunen, in den kommunalen Fuhrparks dort Elektrofahrzeuge sehr gut eingesetzt werden. Wir haben es angesprochen, liegt einmal an der Planbarkeit, an der Möglichkeit, Infrastruktur aufzubauen. Kommunen sind aber natürlich auch immer ein Vorreiter. Es ist wichtig, dass auch die Kommune zeigt, Elektromobilität, in diesem Fall der Elektrofahrzeuge, ist etwas, was wir können, was wir machen wollen, was wir fördern. Und dementsprechend sollte man dort sicherlich bei den Nutzern noch ein bisschen verstärkt auch darauf hinweisen, dass auch die kommunalen Nutzer als Vorreiter dort den Privatnutzern zeigen, dass es eigentlich schon geht. Das ist noch nicht in allen Städten so, ne? Oder? In allen Städten noch nicht so. Hamburg ist da sicherlich ein Vorreiter, weil Hamburg da einfach auch... Wer ist da noch gut? Haben Sie da einen Überblick? Nein, in Berlin gibt es auch sicherlich sehr viele im privaten Bereich. Es liegt aber einfach daran, dass es dort auch viele Förderprojekte gab. Aber die kleineren Kommunen sind wahrscheinlich noch nicht so weit, oder? Teils. Ich glaube, das ist schwierig, da ein einheitliches Bild zu zeichnen. Aber was vielleicht bei den Rahmenbedingungen auch nochmal erwähnt werden muss, ist, und wir sind ja in der TU in der Verkehrsplanung und Logistik auch, dass es uns natürlich auch wichtig ist, mal darüber nachzudenken, muss es denn immer nur ein Elektrofahrzeug sein oder kann Elektromobilität nicht auch gerade im logistischen Zusammenhang nicht auch Möglichkeiten bieten, dass wir beispielsweise verschiedene Routen, die sonst mit dem Fahrzeug erledigt werden würden, mit dem Lastenrad oder Ähnliches gemacht werden können. Es gibt sehr, sehr viele Potenziale, die auch alle unter dem Schirm Elektromobilität fallen und dort auch sicherlich zu einer verkehrlichen Entlastung führen können. Herr Dr. Weinmann, müssten Sie nicht eigentlich mit Ihren Mitbewerbern in Berlin vorstellig werden und sagen, liebe Leute, lasst diesen Unfug mit dieser 4.000 € Kaufprämie und tut da mal ein bisschen Geld drauf und helft uns beim Ladestrominfrastrukturausbau? Ist das nicht das, was Energieversorger tun müssten? Also es ist ja schon so, also es ist, gibt ja einige... Sie werden da vorstellig. Ja, wir waren da schon, aber es hat ja auch was gewirkt. Also es gibt ja 1 Milliarde € für den Ausbau der Elektromobilität und von dieser 1 Milliarde sind ja 700 Millionen für die Kaufprämie und 300 Millionen für den Ausbau der Infrastruktur. Da ist ja schon was passiert. Da könnte man ja aber auch ein bisschen was drehen an diesen Verhältnissen, oder? Also ja, was die Summen angeht. Ich glaube, mal abgesehen vom Geld und sollte man schon mal... bisschen innehalten. Wir hatten ja so die große Hype Richtung Elektromobilität und wir verändern die Welt mit der Elektromobilität so vor, als wir angefangen haben und wie aus Vattenfall ja auch vor 8 Jahren. Es tritt ja so eine gewisse Ernüchterung im Moment ein. Ist das denn wirklich die Lösung und kann das denn meine Bedürfnisse, meine Mobilitätsbedürfnisse befriedigen? Ich glaube, man muss auch mal ein bisschen innehalten und sagen, lass uns doch mal schauen, woran liegt es denn eigentlich, dass es nicht gekauft wird? Ein paar Sachen sind schon genannt worden. Ich glaube, man muss das Reichweitenproblem lösen. Viel wichtiger in meinen Augen ist, dass man diese langen Betankungszeiten oder Ladezeiten das Problem lösen muss. Kann es auch noch sein, dass die Menschen ein bisschen Angst haben, einfach Bedenken von der neuen Technik? Oder also dass eine Haltungsfrage auch dahinter steckt? Das glaube ich nicht so sehr. Also wir setzen ja schon seit vielen Jahren Elektrofahrzeuge ein und es war keiner dabei, der gesagt hat, ich verstehe das nicht, ich will das nicht. Und eigentlich sind alle begeistert, die mal ein Elektroauto gefahren haben, weil es macht Spaß, es hat eine sehr gute Beschleunigung, es ist leise, es macht einfach Spaß, ein Elektroauto zu fahren. Also das Sie schütteln mit dem Kopf. Ja, wir haben eine andere Erfahrung gemacht, aber es ist sicherlich auch anders in einem betrieblichen Umfeld, wo es irgendwie mehrere Nutzer gibt, die ein Fahrzeug nutzen müssen oder sollen oder können oder wollen. Und da gibt es schon Situationen, wo dann jemand sich ein bisschen überfordert fühlt, dass er plötzlich dann, wenn es keine vernünftige Einweisung gibt, dann mit einem Fahrzeug fahren muss, was vollkommen neu ist. Und dann eben die Reichweitenangst. Das heißt, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man also nicht so cool ist und schon so lange damit fährt, dass man weiß, ja, wenn das hier mit 15% fährt, dann komme ich trotzdem noch nach Hause,
dann gibt es da schon einige Schweißperlen auf der Stirn. Und ich glaube, das ist ein Gewöhnungseffekt. Da muss man sicherlich dran arbeiten, dass einfach dort auch die Fahrzeuge weiter ausgefahren werden. Das ist sicherlich auch was, was irgendwie bei der Batteriegröße dann noch hinterher eine Rolle spielen muss, ob die Leute auch immer die Fahrzeuge ausfahren. Wir sehen bei uns in den Daten, dass die meisten Nutzer das irgendwie fast voll noch anschließen. Also es wird sehr oft getankt, weil einfach die Angst immer besteht, es muss immer voll sein. Ich kann sonst meinen Ort nicht erreichen. Dabei könnte man auch mal locker bis 10% runterfahren. Wie kann man den Leuten die Angst nehmen, dass sie liegen bleiben? Ich denke, dass wir haben ja gerade schon gehört, was man wirklich tun muss, damit das Auto genutzt wird. Ein anderes Thema ist, was wir festgestellt haben, wenn wir mit Autos auf die Straße gegangen sind. Man schaut es jetzt an, aber man setzt sich nicht rein und fährt. Es gibt irgendwie so eine Berührungsangst und kaufen wird man schon gar nicht. Aber wenn man drin sitzt in diesem Auto und ist dann mit einmal gefahren und hat auch gesehen, was das Auto wirklich für eine Leistung bringt, dann hat man auf einmal Spaß daran. Und ich glaube, diese Schwelle zu überwinden, das ist entscheidend. Denn ganz viele, die über Autos reden, die meisten über Autos reden, die wissen gar nicht, was ein Elektroauto, wie viel Spaß es macht, so ein Fahrzeug tatsächlich zu fahren. Also eigentlich muss die Industrie noch ein bisschen breiter die Leute dazu bringen, die Dinge einfach auszuprobieren. Nutzen das. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute das Ding einfach mal nutzen. Ja. Aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, der Stromexperte ist neben uns, Grünstrom, also es hilft nichts, wenn alle nur mit Spaß fahren, aber da irgendwie mit Kohlestrom fahren. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Das ist ein Aspekt, den wir heute noch nicht so angesprochen haben und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber Rahmenbedingungen schaffen heißt auch politisch, dass man auch wirklich zusieht, dass dort Ökostrom vertankt wird. Logisch. Weil wir sonst einfach nur im Fahrzeug sitzen, was irgendwie ein Touchdisplay hat, aber letzten Endes die CO2-Ausstoß äquivalent natürlich über den Strom dann hat wie ein Dieselfahrzeug oder wie ein Benziner. Das ist wichtig. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist eine Diskussion, die sehr viele Weiterungen hat. Am Schluss sind wir auch bei der Frage, wie eigentlich Energieversorgung überhaupt in diesem Land in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestaltet wird. Dennoch danke ich erstmal Ihnen hier in der Runde, dass wir das Thema E-Mobilität, Mobilität der Zukunft hier heute Abend mit Ihnen so fachkundig diskutieren konnten. Die nächste Sendung von Standpunkte TV am 22. Februar, wie immer, mittwochs um 20.15 Uhr, dann zum Thema MINT-Bildung, also die viel diskutierte Qualität der Schulbildung und der Leistung unserer Schüler in Mathematik und Naturwissenschaften in Norddeutschland. Sicherlich auch ein Thema, was rund um die Anmelderunde, die zu dieser Zeit ja schon läuft, viele von Ihnen interessieren wird. Ich hoffe, Sie sind dabei. Einen schönen Abend noch und bleiben Sie der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland gewogen.